Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu einer neuen Folge von Angezockt, und zwar diesmal The Bureau XCOM Declassified. Wie ihr seht, habe ich mir die englische Version geholt und will auch gar nicht lang schnacken, sondern direkt hier ins Spiel einsteigen. Ja, das wird schon so stimmen. Die Ränder passen auch so. Ich mache hier mal den Squaddy, da ich noch keine Ahnung habe, was mich in diesem Spiel überhaupt erwartet. Das Einzige, was ich weiß, ist irgendwie Taktik-Shooter. The nations of the Earth must someday make a common front against attack by people from other planets. Von denen das kommt, habe ich jetzt nicht mehr gelesen, aber egal. Ja, irgendwie Taktik-Shooter soll so, ja, dass man halt so seinen Squad irgendwie so ein bisschen noch mit kommentieren kann. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich bis jetzt davon gelesen habe. Man hat ja im Vorfeld eher wenig zu diesem Spiel gesehen. We've been intercepting these signals for the past 6 months. We still don't know their origin, but our analysts have concluded that they are encrypted orders for sleeper agents operating inside this country. Just the sort of thing Mr. Hoover has been warning about. Soviet operatives have penetrated the very highest levels of our military and government. It is a fact. The NSA is not convinced that this is a Soviet operation. Director Falk. Is this gonna devolve into another one of your outsider briefings? Well, there's been a new development. A device was recently recovered from the Illyrium mine in Bannock, Montana. The technology is unknown to us, but suggests the activity of a far more sophisticated organization. And where is this device? Close. Send Agent Carter down. Boogie, boogie, boogie. Bin ich froh, dass ich nicht in der Zeit aufgewachsen bin bei solcher Musik. Oh mein Gott. I love your daddy, oder was steht da? I miss your daddy. Jawohl, Sir, Ma'am, Sir. Who wants to know? Your escort. Director's orders. I don't need an escort. Well, you're getting one. How much have you been told? My orders are to deliver that case to Director Falk. That is all. And you haven't even been the least bit curious to what's inside? No. Good. But I'll have to make sure. No one touches that case except Director Falk and me. We'll see about that. Ow! It's here. This is it. Irgendwas sagt mir, dass sie nicht meine Escort-Dame ist. Drop it. Uh-oh. Game over, Spiel vorbei. Die ist gut durch. Warum auch immer. Irgendwie fehlt da jetzt ein bisschen was zwischendurch. Ah, Schusswunde, Hauptsache erstmal den Hut richtig aufsetzen. What the hell? The gunshot. It's healed. Warum ist es geheilt? Something burned her. But what? The case. What happened? Ah, das leuchtet schon so, das heißt bestimmt nicht, dass ich da durchgehen soll. Dead. What's happening here?
Whoa. Take cover. Au. Okay. Ach, to sprint into cover. Ja, sag das doch. Nee, cancel. Last checkpoint bitte nur. Wenn ich das ganze Video nochmal gucken. Aha. Ja, schieß du mal. Ich will hier nur kurz vorbei. Danke. Lass mich gerade ein bisschen wundert. Ich habe kein Zielkreuz, wenn ich hier zielen will. Also weder so noch so. Muss ich jetzt raten, wo ich hinschießen möchte oder was? How to turn corners. Hier runter, okay. Come on, I'll kill you. Keep your cool, Will. Stay low and move. F5 für die Objectives. Ach da. Poor kids. Never had a chance. Und jetzt? Jump. Wie so üblich, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tue oder was das bringt, wenn ich jetzt hier rauslaufe. What the hell? Ja, schick. Leicht demoliert hier. Oh, ja, hier wahrscheinlich lang dann. Ja, Cutscene heißt, ich bin richtig. In your face. Kolum. Get back! Kolum war ein Alien, der uns angegriffen hat. Line him up and take the shot. You've done it 100 times. Oh, die Sensitivität ist sowas von mies. Ist gar nicht so leicht mit der Waffe zu zielen gerade. Keep moving. Na, aber selbstverständlich doch. Kann ich dessen Waffen aufsammeln oder so? Nein, warum auch? This base isn't gonna last long. I gotta go. Okay, der hat nicht überlebt. Noch einen schönen Tee trinken zwischendurch. Wohl nicht. Agent Carter, I'm Agent Nils. Director Falk ordered me to... Falk, is he still alive? Last I heard. Grab that two-way over there and try to reach him. Director Falk, come in. This is Carter. This is Agent Kinney. The director and I are defending the sublevel lab. Do you have an escape route? We're maintaining position until you and Nils report for evac. Right. I'm on my way. Get to the Advanced Materials Warehouse and take the elevator to the sublevel. We'll hold here as long as we can. Come on, we can cut through here. Wenigstens habe ich jetzt schon mal ein Ziel vor Augen. Und zwar diesen Falk hier retten. Eigentlich eine ganz coole Animation, wenn er so durch Türen geht, dass er erstmal selber guckt, ob da auch nichts ist. Allerdings, wenn da was ist, kann ich nicht reagieren. Ja, so viel zum Thema Falk. Wenn er da drin war, ist er das jetzt auf jeden Fall nicht mehr.
schneller hier. Run! Get indoors! Guns ready! Total, look out! Uh-oh. Ich schätze, der benutzt die Treppe nicht mehr. See if you can open the door. I'll meet you inside. All right. Gotta get that door open. Equipment acquired. Standard US Military Model M14 Rifle. 7,62 mm Ammunition, fully automatic. Ja, geilo. Sorry, soldier. I need this more than you do. Hangar Doors. Oh, da erwartet ihn gleich was Schönes drinne. A squad commander lives and dies by their choices on the battlefield. Charging into combat only gets a brave soldier shot. If a commander wants to achieve victory over superior forces, they must be observant, creative and precise. Also alles, was ich nicht kann, das ist schon mal gut. Get in position behind those crates. I'll flank them from the window. Opening fire! Nowhere to hide, you bastard! Open fire! Enemy down! Die! Die! Stop! Stop! That's the last of them. That got him. Let's meet up by the door on the other side. Warum soll ich denn jetzt die Waffe wechseln? Doof. Ach, hier oben ist er schon. Okay. Nice shot. You're good, Carter. As it used to be. Bullshit. Falk wouldn't be interested in you if you weren't the best. We'll see. Ah, den konnten wir wohl nicht mehr retten. Nothing we could do for him. Poor bastard. Ich so eine ganze Menge am Burn gerade. They're getting torn to shreds up there. Those flyboys ought to pull out. They aren't up there to win. They're buying us time. Achso, 5. Ups. Ich hab schon wieder 4 gedrückt. Na, wo seid ihr denn? Get some fire on that ship! They are slowing down! Hit them with everything we've got! Incoming! Hold your positions! Keep firing! Na, die Panzer haben nicht lange überlebt, glaube ich. Munition aufgenommen gerade oder was? Was sieht's aus? Cover and position will keep your agents safe and opens the enemy to attack. You can cue actions for your agents, such as moving to a position and firing on an exposed enemy. Watch for opportunities and make every shot count. The battlefield can be your ally if you use it well. Ja, das wird dann jetzt hier die strategische Komponente sein. I've got an idea. Space to activate battle focus. Ah, genau. Use the mouse to highlight Neil's move order. Press Dingsbums to select. Achso, ich muss ja erstmal das Move-Ding auswählen. Ach ja. Da 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 da. PSD und dann to issue. Activate critical strike ability. Critical strike. Nehmen wir den. Press space to activate battle focus and execute orders. Got that spot all stitched up. Oops. Time for this one to finish. Reinforcements. Set up crossfire. They're holding ground. Na, geh drauf da. Where are these little bastards? We'll figure it out after they're dead. Ist ganz hilfreich, dass sie gut wie nie gar nicht angreifen gerade. Aber ich muss einmal kurz hier gucken.
dass ich die Maussensitivität ein bisschen hochstelle. Das ist nämlich echt garstig, so zu spielen. Quick order, press F2 to order your agents to regroup. Regroup, fellas. Right here, Carter. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier durch müssen. Ja, Muni ist schon mal gut. Na, was haben wir denn jetzt hier? The warehouse is just ahead. Weil die ganzen Leichen und der ganze Blablub hier. Bullets, ja man, Muni, Muni. Au! Hier sind ständig irgendwelche Sachen, die verschwinden oder auftauchen. Wie zum Beispiel gerade dieser Zaun hier. Plötzlich aus dem Nichts taucht er wieder auf. Okay. Dann nicht. The freight elevator's in here. Watch out, Carter. They're here. Scheiße, warum sollte ich das jetzt drücken? Ich habe nur Press Space gelesen, aus Panik dann direkt nur Space gedrückt. Na, dann mach erstmal die 2 hier. Geh mal. Use that cover. Dahin. Moving, cover me. Frag Grenade. Standard US Military Fragmentation Grenade. OLG, Ready Grenade, bla to aim und dann linken wir das zu. Zum Schroen. Upsala. Und auf wen soll ich die schrauen? Ist doch gar niemand. Die Ölfässer und? Das juckt mich ja jetzt nicht. Ach, bestimmt, wenn ich hier diesen komischen Fahrstuhl hier ranhole oder so. Let's stay together here. Already here. Ah, der ist doch schon mitgekommen. Wie aktiviere ich das Teil jetzt? Muss der das machen oder was? Move, Critical Strike, Cloak, Fire Mission. Na, nicht unbedingt, ne? Ups. Nee, wie beende ich das jetzt wieder? Ich will ihm jetzt keinen Target zuweisen. Achso, kannst du da. Okay. Inflicts heavy damage to any SO. Elevator, ich bin noch hier im Elevator. Was soll ich noch machen? Ich kann es ja nicht aktivieren gerade. Drück E wie so ein Bekloppter, passiert aber nichts. Ups. Walk it off. Mach mal hier hier links. So. Eine schöne Shotgun. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Granite habe ich schon voll. Wie soll ich jetzt dieses dämliche Ding aktivieren, wenn er das nicht annimmt? Ja, Elevator, bla, ich bin noch da. Hier, guck mal. Ups. Näher ran kann ich nicht. Ich kuschel doch schon mit dem Teil.
Au, auf den Knopf drauf. Aber das halt so. Gut, bringt genauso viel. Herrlich, was soll der Scheiß hier, dass der Knopf auf einmal nicht funktioniert, ey. Was haben die denn für eine krasse Explosionsradius? Naja, dann muss ich da wohl dieses Angezockt hier beenden, denn wie gesagt, keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Ich kann ihn zwar hier sich hinbewegen lassen und bla blub, aber es bringt halt überhaupt nichts. Ja, du bist ready, ich bin ready und wir können trotzdem nicht zusammen hier was machen oder weiterkommen. Ja, deswegen beende ich jetzt einfach mal dieses Angezockt hier. Erster Eindruck ist jetzt nicht so sonderlich Bombe. Aber naja, vielleicht ist das einfach nur ein Bug und ich muss den Spielstand hier einfach mal neu starten. Das werdet ihr aber nie erfahren. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.